Freunde, Vitamin und ich haben einen brandneuen Kanal zusammen. Santi und Viti. Ihr habt richtig gehört. Auf diesem Kanal gibt es jeden Tag ein neues Video von uns beiden. In diesem Moment wurde schon unser erstes Video hochgeladen. Schaut vorbei in der Beschreibung auf dem Kanal Santi und Viti. Und verpasst nicht die coolsten und lustigsten Roblox-Videos. Abonniere nicht vergessen, denn wir verlosen auch Robux. Okay, Freunde, was passiert, wenn man Wasser und Feuer miteinander kombiniert? Man erhält Dampf. Und was ist, wenn wir Dampf mit Erde kombinieren? Wir bekommen Dreck. In diesem Spiel können wir unendlich Wörter miteinander kombinieren. Und unser Ziel heute wird es sein, das seltenste Wort aller Zeiten zu bekommen. Rechts seht ihr alle Begriffe. Wir haben Wasser, Feuer, Wind, Erde, Dampf und... Naja, Poop auf jeden Fall. Und wir können alle Begriffe auf der ganzen Welt kombinieren. Zum Beispiel Poop plus Poop ergibt Ton. Okay, wir haben einen neuen Begriff bekommen. Und jetzt können wir Ton anzünden. Und wir bekommen, wow, Keramik. Also Freunde, ihr versteht das ganze Spiel. Wir können alle Wörter miteinander kombinieren. Wir haben eine Vase. Die Erde wird zu einer Vase. Oh, jetzt haben wir einen Topf. Wir haben neue Wörter. Und wir probieren, das seltenste Wort zu erreichen. Okay, was passiert? Feuer plus Feuer. Wow, es ist ein Vulkan. Noch mehr Feuer. Lava. Noch mehr Feuer. Okay, ist immer noch ein Vulkan. Was ist ein Poop-Vulkan? Okay, immer noch. Okay, wir probieren. Wir können jetzt hier... Poop, Poop. Ganz viel Poop. Okay, wir benutzen jetzt ganz viel Poop hier. Und probieren alles zu kombinieren. Poop plus Wasser. Das wollte ich immer wissen. Und ein Sumpf. Okay, Poop plus Feuer. Ziegel. Ey, yo. Okay, Wind plus Dreck. Okay, ist hier Staub. Erde und Poop. Okay, Ton haben wir schon. Was ist, wenn man eine Vase reinpoopt? Okay, man bekommt Keramik anscheinend. Topf ergibt Ton. Und lass mal Staub kombinieren. Oh, was haben wir kombiniert? Wir haben ein Haus. Let's go. Okay, was passiert, wenn das Haus unter Wasser ist? Oh, wir bekommen ein Schiff, Freunde. Wie cool ist das denn? Wir können unendlich Wörter kombinieren. Und das Schiff brennt. Okay, wir haben eine Kanone. Wind. Oh, Tornado haben wir. Okay, Tornado plus Vulkan. Eruption. Okay. Aber, Freunde, ich will unbedingt einen Menschen kreieren. Wie können wir jetzt aus diesem Buchstaben einen Menschen kreieren? Lass mal probieren. Feuer plus Staub. Okay, bekommen Asche. Das ist schon mal nicht so gut. Was ist mit Feuer und Dampf? Wir bekommen einen Motor. Oh, okay. Das geht schon mal in die richtige Richtung. Wir haben schon mal einen Sumpf. Das ist das Einzige, was vielleicht ein bisschen menschlich ist. Zug. Okay, Zug und Motor. Oh, Lokomotive haben wir schon. Erde plus Staub ergibt... Oh, eine Planete. Let's go. Okay, auf einem Planeten leben wir ja schon mal. Okay, Wasser. Was ergibt Wasser plus Dampf ergibt... Oh, eine Wolke. Okay, Planet plus Wolke vielleicht. Oh, okay. Ergibt einen Himmel. Wie kommen wir jetzt darauf zum Mensch? Poop. Regen. Let's go. Okay, wir haben schon mal Regen. Plus Tornado. Oh, ergibt eine Flut. Okay, das macht alles Sinn, muss ich sagen. Wir haben hier Vakuum. Sauber? Ey, yo, wir haben eine Seife. Überschwemmung haben wir. Ein Bad. Ey, yo, ey, da ist ein Mensch drin. Okay, eigentlich habe ich fast den Begriff Mensch. Okay, was ist das? Schwein. Wir haben Schwein. Okay, Schwein plus Schlamm. Schweinestall. Okay, Schwein. Okay, okay, Schwein und Schweinestall. Haus plus Schweinestall. Was ist das hier, Freunde? Was ist das hier? Oh, ich würde mich interessieren. Was ist ein sauberes Schwein? Sauber plus Schwein ergibt... Wow, ein sauberes Schwein ist ein Schwein. Ein sauberer Schweinestall ist auch ein Schwein. Schwein und Schwein. Oh, ist Ferkel. Okay. Noch ein Schwein. Schweinefleisch. Oh, bruh. Und Speck. Oh mein Gott. Was tut das arme Schweinchen? Lass uns nächstes Mal Dampf nehmen. Und wir haben hier unsere Planeten gecraftet. Was passiert, wenn Planet und Dampf zusammen craften? Okay, was ist das jetzt hier? Oder Staub und Planet? Oh, Erde. Okay, Erde hat mich nicht. Erde hat mich schon die ganze Zeit eigentlich. Planet plus Wind ergibt Sturm. Okay, wir haben jetzt Sturm, wir haben Tornado, wir haben Zerstörung. Okay, wir haben nur irgendwelche Katastrophen oder sowas. Und wir haben Schwein. Schwein plus Sturm. Schweinestall. Was, wenn es in den Schweinestall regnet? Okay, dann bekommen wir Dreck. Wenn Tornado plus Dreck... Okay, ergibt Staub. Let's go. Okay, wir spammen mal ganz, ganz viele Planeten. So, ich glaube, damit können wir auf jeden Fall zum... Oh, Menschen kommen. Okay, wir haben einen Stern. Okay, Planet plus Stern. Oh, ein Sonnensystem. Okay, jetzt habe ich schon eine Sonne. Okay, und... Okay, Sonnensystem. Das ist schon mal gut. Sonne plus Stern. Supernova. Okay, okay. Schwarzes Loch. Okay, das ist schon mal gut. Wir haben ja auch die Erde. Erde plus schwarzes Loch. Loch. Loch plus Schlamm. Pfütze. Wir haben jetzt eine Pfütze schon am Start. Das ist sehr gut. Pfütze plus Schweinefleisch. Okay, Schwein. Okay, wir craften mal ganz viele Planeten mit einer Wolke zusammen. Okay, wir bekommen einen Himmel. Das haben wir schon. Erde haben wir auch schon. Wir brauchen neue Wörter. Sturm. Vielleicht Sturm. Oh, ein Hurricane haben wir anscheinend am Start. Planet und Pfütze. Teich. Okay, mit so einem Frosch-Emoji haben wir. Gibt es einen Schweineplaneten? Nee, okay, wir bekommen Schweinestall. Freunde, ich sollte aufhören mit dem Schwein. Ich sollte aufhören, irgendwas mit Schwein zu craften. Oh, wir haben Nebel bekommen. Okay, wir haben Nebel bekommen und Venus. Let's go. Okay, okay, okay. Sehr, sehr gut. Das bedeutet, wir haben schon was, was in die Richtung geht von den Menschen. Venus und Poop ergibt. Was? Adam? Let's go. Okay, wir haben Adam. Wir haben Adam bekommen. Okay, Adam, wir haben Venus. Adam plus Venus ergibt, okay, Vorabend. Alles klar.
Aphrodite haben wir. Venus. Okay, wir haben ganz viele neue Wörter. Wir kombinieren Adam und Eva zu einem Menschen. Let's go, Freunde. Wir haben jetzt einen Menschen. Okay, ich würde sagen, wir spawnen ganz, ganz viele Menschen. Denn jetzt wird, oh, eine Familie entstehen. Okay, das ist doch schon mal gut. Dann, okay, zwei Familien ergeben ein Dorf. Oh, eine Stadt haben wir. Okay, noch eine Stadt. Ein Bürger. Okay, sehr gut. Zwei Bürger ergeben, okay, ein Dorf. Okay, ein Dorf hatten wir, glaube ich, schon. Genau, zack, eine Stadt. Freunde, jetzt wird gecraftet. Wasser plus Mensch ergibt, oh, ein Fisch. Okay, wir haben das nächste. Wasser, Fisch plus Fisch. Fischglas, ey, yo, okay, okay. Wir haben Fisch schon mal als neues Wort. Mensch plus Feuer. Phoenix. Das ist richtig cool, muss ich sagen. Wir können alles craften, was es gibt. Okay, Mensch plus Wind. Ein Geist, interessant. Mensch plus Erde. Bauer. Okay, okay, wir haben Bauer. Das ist schon mal gut. Dampf plus Mensch. Ein Ingenieur. Okay, wir können sogar Jobs machen. Mensch und Poop. Ton. Okay, okay, da kommt Ton raus. Vase. Oh, wir haben eine Statue. Nächster Begriff. Mensch plus Lava. Okay, Phoenix. Können wir zwei Phönix zusammen craften? Phönix und Bauer. Asche und Geist, Rauch, okay. Wir craften ein bisschen Sushi. Junge, wir haben den Fisch angebraten, wir haben Sushi bekommen. Mensch und Schweinefleisch. Oh, okay, okay. Speck, ein Speck. Okay, okay. Ferkel, Schwein, okay, Schwein. Stylist, okay, wir haben den nächsten einen Job bekommen. Ein Schwein-Stylist, okay, Schweinestall. Ein sauberer Mensch, was ist ein sauberer Mensch? Oh, ein Richter, okay, wir bekommen ganz viele Jobs anscheinend, ganz viele neue Begriffe. Ein Engel haben wir als nächstes. Okay, lass mal Himmel probieren. Okay, Engel, zwei Engel ergeben. Noch ein Engel. Ein Engel und ein Schwein ergeben. Schweinefleisch? Richter? Speck? Oh, ein Stern haben wir noch. Oh, eine Astronautin. Let's go. Okay, wir haben Astronautin. Lass mal eine Sonne probieren. Sonne plus Mensch. Oh, ein Vampir. Oh, warte mal, was passiert? Vampir plus Feuer. Vampir plus Feuer gibt. Okay, leider nur Asche. Haben wir Mensch und Familie schon? Oh, ein Baby. Let's go, Freunde. Wir haben ein Baby jetzt hier. Ein Baby plus Fischglas. Er gibt einen Goldfisch. Okay. Freunde, ich würde sagen, jetzt wird gebaut. Wir bauen zwei Ziegelsteine zu einer Wand. Okay, okay, jetzt haben wir ein Haus gebaut. Zwei Häuser. Okay, eine Stadt haben wir schon. Aber Freunde, wir haben hier ganz viele neue Jobs bekommen. Wir haben einen Ingenieur, wir haben einen Stylisten, einen Richter. Okay, ein Vampir. Ich weiß nicht, ob das ein Job ist. Und ein Goldfisch. Let's go. Können wir vielleicht einen Stylist und Ingenieur kombinieren miteinander? Oh, wir bekommen Modedesign. Okay. Vampir und Richter. Oh, Dracula. Gibt es ein Baby-Dracula? Okay, ein Vampir nur. Was passiert, wenn wir zwei Sonnensysteme verbinden? Oh, wir bekommen eine Galaxis. Alles klar. Zwei Galaxien ergeben. Oh, ein schwarzes Loch. Und was passiert, wenn der goldene Fisch ins schwarze Loch kommt? Gold! Der Fisch ist weg. Wir haben einfach noch Gold. Ey, yo. Okay, okay, Gold ist cool. Alter, mit Gold. Wow, können wir Könige herstellen? Okay, wir müssen König. Lass uns mal als nächstes. Oh, mit dem Wort Gold arbeiten. Wir bekommen Goldbarren. Komm schon. Goldes Schwein. Gib mir ein goldes Schwein. Sparschwein. Ey, yo. Sparschwein, stimmt. Okay, Bart plus Gold. Okay, Midas haben wir. Ein goldes Schweinestall. Okay, zwei Sparschweine geben wieder ein Sparschwein. Komm schon, gibt es einen menschlichen... Oh, reich. Okay, wir haben einfach das Wort reich bekommen. Hm, okay, ein reiches Schwein ist Speck. Okay, das ist eine traurige Geschichte. Schlamm und Gold. Was? Was? Was ist das hier? Okay, plus Feuer. Oh, Explosion. Okay, wir machen irgendwelche Experimente. Fliegender Fisch. Fisch plus Wind ist ein fliegender Fisch. Haus und fliegender Fisch. Oh, okay, Flugzeug. Flugzeug plus Schiff. Oh, ist eine Kreuzfahrt. Ah, interessant. Es gibt wirklich ganz viele Wörter, die wir miteinander kombinieren können. Sauber. Dunkle Energie. Dunkle Energie plus Schwein. Dunkle Materie, okay. Gibt es ein reiches Baby? Baby plus Gold. Oh, Königin. Okay, haben wir König schon? Warte mal, Adam und Gold. Ah, genau, ist der König. König plus Königin ergibt. Okay, wieder Gold, schade. Aphrodite plus Gold. Oh, Liebe. Okay, mit Liebe kann man auch arbeiten. Baby, Liebe ist... Okay, Familie, das haben wir schon. Was ist, wenn wir Mensch mit Liebe... Oh, Eros. Keine Ahnung, was das Ganze bedeutet. Gibt es Schweineliebe? Nee, da kommt nur Schweinefleisch raus. Kommt schon. Liebe plus Schwein ergibt Speck. Oh, warte mal. Wenn wir jetzt König haben, den Begriff, dann geben wir einen Venus und Aphrodite, okay. Goldener Geist. Oh, okay, wir haben hier einen Piraten anscheinend. Okay, sauber und Gold. Geld. Okay, wir haben einfach Geld bekommen. Das ist cool schon mal. Okay, Schlamm plus Geld. Lotterie. Okay, wir haben irgendein Lotto-Ticket bekommen. Wenn wir das Ganze anzünden, haben wir gewonnen. Und dann packen wir Wasser drüber. Dann haben wir Wein. Dann packen wir Wind drüber. Okay, dann haben wir einen Ballon. Dann pusten wir das mit Dampf weg. Dann haben wir ein Luftschiff. Okay, okay. Dann eine Wolke. Okay, Himmel. Phönix plus Pirat. Oh, ein Kapitän haben wir. Okay, wir haben ganz viele verschiedene Berufe auf jeden Fall schon mal. Das ist cool. Goldener Stylist. Oh, ein Barbier haben wir. Was gibt reich und Geld? Reicher.
Okay, und warte, reicher und reicher? Der Reichste. Und Reichste und Reichste? Okay, er gibt nur noch der Reichste. Freunde, wir brauchen mehr Begriffe. Und deswegen würde ich sagen, zack, okay, wir haben Universum, Urknall. Okay, das bedeutet Urknall plus fliegender Fisch. Okay, Universum. Lass uns auf jeden Fall mal ganz viele Begriffe zusammen easy kombinieren. Schau mal, wenn wir die Erde schon kombinieren, haben wir zwei Berge. Oh, jetzt haben wir ein Gebirge, ein Vulkan, Stein, Felsen. Okay, okay. Und jetzt wird es windig. Okay, Tornado haben wir schon. Hurricane haben wir auf jeden Fall auch schon. Tsunami. Okay, Tsunami ist ein neuer Begriff. Zack, den haken wir auch ab. Freunde, aber ich muss sagen, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Wir haben Menschen. Wir haben ganz viele Berufe. Wir brauchen Essen. Wir brauchen ein bisschen was zum Essen. Deswegen würde ich sagen, wir holen jetzt einen Topf. Haben wir irgendwas zum Essen? Schwein. Okay, Topf und Schwein ergibt Sparschwein. Was? Okay, okay, okay. Schweinestall. Schwein, Sparschwein. Topf voller Gold. Okay, das ist doch nichts zum Essen, aber ein Speck und Topf. Komm schon, da muss doch eigentlich was rauskommen. Ich habe Hunger. Ich will einen Teichtopfsuppe. Let's go. Okay, wir haben das erst zum Essen. Was passiert, wenn wir jetzt Wasser in die Suppe packen? Okay, dann bekommen wir Suppe. Feuer in die Suppe. Chili. Okay, wir bekommen heiße Chili. Plus Wind ergibt ein Tornado. Okay, können wir jetzt Chili, die Suppe packen? Bekommen wir dann eine Chili-Suppe vielleicht? Nee. Okay, wir haben ganz viele, oh, Suppen. Und jetzt würde ich sagen, okay, wir haben einen Eintopf. Zwei Eintöpfe ergeben, okay, wieder eine Suppe. Komm, gib mir ein bisschen was Leckeres zum Essen. Wir kombinieren Suppe mit Wind. Okay, das haben wir schon probiert. Erde und Suppe. Schmutz. Okay, Schmutz und Schlamm ergibt Ton. Okay, Ton haben wir auch schon. Hm, was könnte lecker sein? Ein Haus oder Suppe? Ein Hausboot? Das macht gar keinen Sinn. Motor. Motor und Suppe. Aufgemotzt. Holy. Okay, okay, was ist für ein Wort. Vakuum plus Suppe. Okay, sauber. Planet. Oh, Pluto. Okay, wir haben einen neuen Planeten bekommen. Okay, was passiert, wenn wir zweimal Pluto kombinieren? Okay, genau. Bekommen wir einen Planeten. Okay, was haben wir denn sonst so, Freunde? Pfütze. Pfütze und Suppe. Pudding. Hm, okay. Neues zum Essen. Familie und Eintopf. Wiedervereinigung. Wiedervereinigung Bürger. Okay, Familie. Ingenieur und Eintopf. Das war gar keinen Sinn. Okay, ich glaube, das muss noch ein bisschen Sinn machen. Baby und Suppe. Babysuppe. Chicken. Wir bekommen ein Chicken. Wieso bekommen wir ein Chicken? Goldenes Chicken. Okay, wir haben ein Ei. Okay, das Frühstück ist schon fast ready. Wir brauchen mehr zum Essen. Goldfisch. Okay, Fisch haben wir. Haben wir einen leckeren Fisch? Warte mal, was ist, wenn wir den Fisch haben und anbraten? Okay, Sushi, genau, das hatten wir schon. Oh, einfach Sushi in die Suppe. Ramen-Nudeln, lecker, Freunde, ich bekomme langsam Hunger. Was ist, wenn wir die Suppe explodieren lassen? Oh, Jet, okay, okay. Pudding-Explosion. Vanillesoße? Okay, Freunde, macht das bitte nicht. Lasst eure Puddingsoße nicht explodieren. Dann kommt keine Vanillesoße raus. Rakete haben wir. Yacht haben wir, okay. Suppe und Explosion. Ramen-Nudeln. Okay, wir haben Nudeln plus Explosion. Ergibt Rahmen. Liebe und Rahmen. Hochzeit. Was? Nudeln und Liebe ergibt Hochzeit? Okay, Hochzeit und Liebe ergibt Scheidung. Okay, das war mir zu traurig. Ballon und Scheidung. Gewahrsam. Okay, Friseur und Gewahrsam. Haarschnitt, okay. Oh, wir haben sogar einen Stein. Was ist, wenn wir die Suppe holen und einen Topf voll Gold nehmen? Bekommen wir einen Kobold raus. Okay. Schmutz. Bekommen wir irgendwas mit Schmutz? Rakete. Mond haben wir. Okay, was ist, wenn wir Sonne und Mond kombinieren? Oh, bekommen wir Finsternis. Chicken plus Ei. Omelette. Spiegelei. Ha, lecker. Wir haben Spiegelei und Pudding. Macht das einen Sinn? Ramen mit Spiegelei. Omu Rice. Okay, das ist auch irgendwas zum Essen. Sieht lecker aus. Nudeln und damit geht nicht. Vanillepudding. Omelette. Hm. Aber Freunde, wir haben jetzt genug Essen. Es ist Zeit für ein bisschen Trinken. Okay, lass uns mal ein bisschen Wasser kombinieren. Vielleicht bekommen wir irgendetwas zum Trinken. Ich will nur ein Glas Wasser haben. Das Ganze wird mir schon reichen. Aber mit welchem Wort sollen wir jetzt Wasser kombinieren, dass wir jetzt irgendwas zum Trinken bekommen? Vielleicht Fischglas und Wasser? Ah, nee. Okay, ich glaube, das wird schwierig. Fliegender Fisch und Wasser? Er gibt auch Fisch. Alchemie und Wasser. Ozean. Chili. Chili-Wasser. Okay, Suppe. Suppe haben wir schon so ähnlich. Gelee. Okay, wir haben Honig anscheinend hier als nächstes. Mit Ei. Eine Qualle. Okay, Rahmen und Qualle. Geht nicht. Qualle und Jet. Jetpack. Wir haben ein Jetpack bekommen. Alter, wir können wirklich alles kombinieren, Freunde. Ihr seht, ihr könnt unendlich kombinieren. Regenbogen. Regenbogen plus Ei. Einhorn. Wir haben Einhorn. Was ist, wenn das Einhorn sich scheidet? Okay, das ist immer noch Einhorn. Es hat immer noch Einhorn und es wird immer Einhorn behalten. Mond und Einhorn. Oh, okay, wir haben die Nacht anscheinend. Aber Durst, ich will was trinken. Frühstück. Okay, okay, wir haben schon ein Frühstück bekommen. Meer. Frühstück und Meer. Getreide. Suppe haben wir auch. Okay, wir müssen irgendwas mit Suppe und Wasser machen. Was muss ich für eine Suppe kombinieren und überschwemmen? Okay, da haben wir immer noch Suppe. Suppe und Wasser. Haben wir eine Suppe. Loch und Wasser. Oh,
das was zu trinken. Let's go. Hier ist ein Wasserhahn. Ich glaube, es ist ein Wasserhahn. Wieso steht da also? Was ist also? Aber, oh, man kann es trinken. Okay, Reinigung. Das ist auf jeden Fall, oh, die Hauptsache. Okay, wir haben Besen. Oh, wir haben eine Hexe. Ein Magier. Einen Feuervogel. Okay, jetzt kommt ein krasser Run. Können wir aber alle unsere Berufe, die wir haben, jetzt mit Geld kombinieren? Zum Beispiel ein Richter. Was ist ein reicher Richter? Bestechen. Okay, der wird bestochen. Ein reicher Engel ist einfach reich. Ein reicher Vampir. Okay, Dracula, ein reicher Goldfisch. Okay, bei ihm läuft. Ein reicher, was ist das? Öl? Okay, wir haben anscheinend Öl hier bekommen. Reiches Chicken. Chicken, KFC. Oh no. Oh no, KFC. Okay, warte mal. Damit kann man auch arbeiten. Zwei KFCs. Ich gebe auch KFC. KFC und Mond. Vielleicht McDonald's? Huhn. Okay. Das Chicken lebt wieder. Keine Sorge. Wir haben es wiederbelebt. Es ist nicht beim KFC gelandet. Ein reicher Zauberer. Oh, ein Banker haben wir anscheinend. Okay, wir haben ganz viele. Wir haben ganz, ganz viele. Reiches Getreide. Getreide? Was? Er erledigt das ganze Getreide. Okay, Getreide-Erlediger. Hühner! Oh mein Gott! Chicken-Erlediger. Frühstück-Erlediger. Okay. Besen und Getreide. Nee. Okay, was können wir alles mit? Oh mein Gott, Erlediger craft. Wasser und erledigen. Milch. Okay, wir haben was zum Trinken. Okay, Wasser wird erledigt. Es wird zu Milch. Feuer erledigt. Toast. Okay. Wind. Okay, da kommt nichts. Erde und Erlediger. Schmutz. Dampf. Geist. Was können wir denn noch erledigen? Ein Schweinchen. Okay, da bekommen wir Speck raus. Oh mein Gott, Adam. Okay, Adam, sorry, Mann. Frankenbeere. Wieso bekommen wir Frankenbeere, wenn wir Adam erledigen? Okay, was mit Eva? Dann, was? Bekommen wir Adam? Okay. Die Stadt. Okay, das hatten wir schon. Fisch! Getreide! What? Was ist das? Ich dachte, wir bekommen Fischstäbchen. Warte mal, wieso bekomme ich kein Fischstäbchen? Drachen! Oh, mit einem Phönix. Hier gibt es einen Drachen. Okay, Ingenieur. Okay, bleibt Ingenieur. Baby und Toast! Er gibt... Oh, Kekse! Alter, wir haben gleich ein ganzes Menü. Wir haben ein ganzes Menü. Oh, warte mal. Kekse und Milch. Oh, er gibt Milchkuchen. Frankenbeere plus Drache. Oh, es ist ein Frankenstein. Okay, wir haben einen Zombie-Ingenieur. Oh, wir haben einen Roboter. Alles klar, ein Traktor. Kombinieren. Und, okay, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Milchtarte. Kesper den Geist. Freunde, wir haben gerade 181 Wörter. Ich will unbedingt noch 200 Wörter haben. Es ist Zeit für das letzte Wort. Chicken. Okay, Chicken plus Jet. Chicken Nugget. Oh mein Gott, das arme Chicken. Chicken und Ballon. Okay, gibt ein Ei. Geld. KFC. Liebe. Ei. Junge, überall wird das Chicken erledigt. Ich will was Gutes fürs Chicken machen. Baby. Chicken Baby. Küken. Ah, wir haben ein Küken plus Baby. Gibt es eine Chicken-Familie? Nee, anscheinend nicht. Abendessen? Oh mein Gott. Was ist mit dem Chicken passiert? Chicken Nugget und Abendessen. Glücklich. Ei und glücklich. Lächelt. Huhn und lächelt. Hier wieder glücklich. Oh nein. Das arme Chicken. Was haben wir getan? Okay, haben wir Chicken mit Schwein? Okay, ist Speck. Speck und Küken. Speckei. Okay, Speckei. Aha. Ein glückliches Huhn. Ente-Tanz. Chicken Dance. Was? Wir machen den Chicken Dance. Okay, mit Tanz können wir doch bestimmt auch einige neue Wörter kombinieren. Ente. Okay, Wasser. Wir haben eine Ente. Wir haben, okay, ein Huhn. Tornado. Sumpf. Sumpf und Ententanz. Ein Schwein und ein Ententanz. Komm schon. Ist das ein Schweinchen? Ja, Schweinchen-Tanz. Wir haben ein Schweinchen-Tanz. Okay, Sonnensystem und Ententanz. Es macht, glaube ich, keinen Sinn. Adam. Einfach normaler Tanz. Huhn. Wir haben einen Menschen- und einen Ententanz. Dann haben wir auch einen Huhn. Okay, keinen normalen Tanz. Aphrodite. Huhn des Meeres? Okay, Freunde, ich glaube, so langsam macht das Hühnchen Sashimi. Ich glaube, so langsam. Ich glaube, wir haben das Spiel zerstört, Freunde. Ich glaube, Goldfisch, Hühnernuggets. Ich glaube, wir haben mittlerweile das Spiel zerstört. Chili Nuggets! Wir haben Chili Nuggets. Lecker. Okay, Suppe und Chili Nuggets. Hier gibt Chili. Haben wir Hühnchensuppe schon? Suppe und Huhn? Krank? Was? Oh, was muss ich, wenn wir krank und glücklich kombinieren? Dann bekommen wir glücklich krank? Wie soll man denn glücklich krank sein? Glücklich krank und dabei macht man Chicken Dance? Wieder krank? Schweinchen-Tanz? Schweinegrippe? Och, nee, oh, nee, oh, nee. Und glücklich? Dann ist man ein Schwein. Und als letztes Wort kombinieren wir Hochzeit plus Chicken unterhalten. Let's go, Hochzeit. Das waren die seltensten Wörter im Unendlich Craften. Like und Abonnieren nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.